Corona-Ferien. Aber so langsam wird man das doch irgendwie langweilig. Ich kann nicht nur den ganzen Tag im Biobuch lesen. Überall tut sich was in der Natur. Die Vögel singen, die Insekten werden wieder wach. Und ich will heute mal nach einer Tiergruppe sehen, die man eigentlich sonst eher seltener zu Gesicht bekommt. Ich will heute nach Amphibien suchen. Man braucht dazu auch gar nicht viele Hilfsmittel. Nur ein Ausrüstungsgegenstand ist wirklich wichtig. Gummistiefel. Achtung! Wenn ihr auch auf Amphibiensuche gehen wollt, nehmt dazu unbedingt einen Erwachsenen mit. Unsere einheimischen Amphibien sind streng geschützt. Man darf sie nicht stören und auch nicht fangen. Das heißt, nur gucken, nicht anfassen. Jetzt bin ich draußen in der Natur und ich kann mich auf die Suche machen nach Amphibien. Mal sehen, ob ich was entdecken kann. Also hier sind weit und breit keine Amphibien, aber ich habe einen Verdacht, woran das liegt. Und zwar, man sieht es, hier ist alles viel zu offen. Es gibt keinerlei Versteckmöglichkeit. Und außerdem denke ich, dass es den Amphibien das Futter fehlt, weil hier wird viel gespritzt, hinter mir sind Felder und da hat es dann wenig Insekten und wo es wenig Insekten hat, gibt es auch kein Futter für Amphibien. Außerdem tut das Gift den Amphibien mit ihrer empfindlichen Haut ganz sicher nicht gut. Aber ich habe eine Idee, wo ich vielleicht doch welche finden kann. Ich weiß ja, dass Amphibien Wasser brauchen und ich kenne einen kleinen Tümpel ganz in der Nähe. Vielleicht klappt es da. Das hier ist ein optimaler Amphibienlebensraum. Im Tümpel können sie sich fortpflanzen und in den Hecken drumherum finden sie genügend Versteckmöglichkeiten und Nahrung für den Rest des Jahres. Hier sieht es doch schon besser aus. Überall Wasser und ich denke, hier finden wir auch Amphibien. Oh ja, tatsächlich, da. Ein Teichmolchpärchen. Hier das Männchen, da das Weibchen. Hier hat ein Springfroschpärchen seinen Laich abgelegt. Die Eltern haben den Teich bereits vor Wochen verlassen und auch die Kaulquappen sind schon vor einiger Zeit aus ihrem Laichklumpen geschlüpft und haben sich im Teich verteilt. Schauen wir nochmal auf die Karte. In der Mitte der Tümpel. Dort waren im Februar die Springfrösche zum Laichen. Mittlerweile haben sie sich wieder auf die umliegenden Gärten und Weinberge verteilt, um den Sommer dort zu verbringen. So weit, so gut, bis jemand auf die Idee kommt, hier eine Bundesstraße zu bauen. Die auf der linken Seite kommen wieder zurück zu ihrem Laichgewässer, aber die Springfrösche auf der rechten Seite der Straße, die werden leider überfahren, wenn man ihnen nicht jedes Jahr wieder neu über die Straße hilft. Man kann aber noch etwas tun, um Amphibien zu helfen. Wenn man sich so wie hier einen Gartenteich anlegt und keine Keus oder Karpfen hineinsetzt, dann kommen die Amphibien von ganz alleine.